Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Raft. Hui, da wollte ich gerade ins Wasser springen und schon ist der Hai wieder respawned. Verdammt mich. Ja. Also, wir sind wieder zurück. Und der Hai natürlich auch. Ja, never lucky, wirklich. Wir haben zwei Erze gefunden, die werde ich jetzt gleich schmelzen, wenn ich schon mal da bin. Und ein bisschen Kupfer haben wir schon gefunden und ja, es wird ja. Langsam. Jetzt will man halt wieder den Hai wahrscheinlich töten, bevor wir was machen können. Oder ich baue vielleicht einen Köder. Ich weiß selber noch nicht. Auf jeden Fall, die Möwe macht hier wieder Radau. Blödes Viech. Ja. Gut. Ich werde das jetzt mal lagern, glaube ich. So gut es geht. Stimmt. Was brauche ich denn jetzt für die Flossen? Seetang habe ich genug. Glipper müsste ich auch genug haben. Seile haben wir sicher genug und Kunststoff auch. Kunststoff und... Ich glaube, Seile waren hier drin. Jawohl. So. Müsste jetzt passen für einmal Flosse. Außer... Es passiert sowas. Nimm auf. Passt. Und Flosse gebaut. Aha, Sauerstoff ist auch vorbei. Super. Das heißt, ich brauche eine leere Flasche. Die kann ich schon mal herstellen. Das heißt, hier brauche ich Seile und Glipper. Und Glipper habe ich keinen mehr. Okay. So, das kann ich schon mal mitnehmen. Das kann ich schon mal zum Schmelzen anbieten. So. Weil, wie gesagt, ich brauche einen Glipper. Die Flasche lasse ich mal kurz hier drinnen. Jo. Federn noch ein paar von mir raus. So. Kunststoff kommt wieder hier rein. Was brauche ich jetzt für dich? Seile, Planken, Bolzen. Das müsste ich haben. Bolzen, Planken, oh, und Seile. Ein Planken fehlt. Muss ich jetzt mein Bäumchen schlachten? Oder liegt hier zufällig eines rum nach dem Sturm? Nein, das heißt, ein Bäumchen muss dran glauben. Du bist es das. Du bist dran. So, zack. 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 Und ein Metallspeer wird gebaut. So, dann kann ich den Holzspeer gleich mal und so, ne? Weg damit. Habe ich einen Sämling bekommen? Nö. Dann haue ich das mal weg. Nehme ich hier einen Sämling raus. Und bepflanze den gleich. Zack. Ich wollte nur mal schauen, ob der bis hierher reicht, aber ich glaube nicht. So, ich trinke auch mal was. Du kriegst auch was. So. Passt. Befüllen wieder. So. Sehr gut. Hui, das haben wir geschafft. Passt. Ich brauche mehr Truhen, glaube ich. Für den ganzen Graffel, was ich hier so habe. Brauche ich mehr Truhe. Mehr Truhen. Das tue ich auch weg. Jo. Die Kokosnüsschen tue ich wieder hier rein. Dabei. Nein. Nein. Alter. So. Jo. Ich habe ein Platzproblem. So. Das schmeißen wir auch dahin. Ich werde jetzt diesmal einen Lachs braten. Oder auch nicht. Dann nehmen wir hier die Suppe. So. Essen wir die mal weg. Mahlzeit. Dann machen wir auch gleich eine neue. So.
So, der Hai randaliert schon wieder. Lass mein Kloß! Du Mistviech. Sehr ungeheuerlich, sowas. Ich bin finster, ne? Können wir schon wieder pennen gehen? Das ist unglaublich. Hier. So. So. Nochmal schlafen gehen und dann versuche ich jetzt nochmal den Hai irgendwie. Ich glaube, da wäre schon bald wirklich besser, Köder zu bauen. Den Hai ablenken, damit wir endlich mal die Insel hier plündern können und abhauen können. Weil so viel Haifleisch kann ich keiner essen. Ich bin ja alleine. Wäre schon besser zu fischen, wirklich. Hier brauche ich auch noch eine Laterne. Die ist zu wenig. Ein Buntbarsch. Wir brauchen eine Seebrasse, glaube ich, ne? Seebrasse und Hering. Makrele. Nee, nee. Eine Metallerze brauche ich auf jeden Fall. Kupferhammer geht mir genug. Was ist das? Mechanische Schrottende. Was? Warte mal. Eine alte Kunststoffende scheint aus dem Spiel Scrap Mechanic zu stammen. Aha. Okay. Wohin damit? Servus. Schön. Eine Möwe. Zwei Möwen. Okay. Fischi. Ich muss den Hai irgendwie dauerhaft beschäftigt halten. Das ist fürchterlich. Ah, die Vogelscheuche bringt sich nichts, glaube ich. Oder sie reicht nur bis hierher, gerade so. Noch eine Makrele. Ich brauche Hering und Seebrasse, bitte. Na, Seebrasse war falsch. Wie war das? Seehecht? Doch Seebrasse? Ich hab's vergessen. Egal. Buntbarsch. Nein, Seebrasse. Passt schon. Ah, so viele... Eh nicht so viele Fischsorten und trotzdem komme ich durcheinander. Fürchterlich. Da, 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 da. Leck mich am Arsch, es ist ein Buntbarsch. Wie ich es hasse, es war keine Seebrasse. Ich glaube, das ist Absicht, da kommt nichts Scheiß. Die wollen, dass wir den Hai killen. Das kostet zu viel Zeit, echt. Das ist nervig. Jetzt bin ich echt schneller, wenn ich den Haifisch umbringe. Wo ist er denn überhaupt? Kuckuck. Hallo, da. Das ist echt besser, wenn ich ihn aufpiekse. Wegpiekse, echt. Könnte ich gleich mal schauen. Ob es hier Metall gibt. Hier dabei nicht, wie es ausschaut. Ihr kommst jetzt her? Ja. Hallo? Jetzt. Jetzt kommt er. So, aufgepasst und Pixi. Au. Nochmal pieksen. Komm her, lass ich pieksen. Mistviech. Und Pixi. So. Ich habe natürlich. Aha, ja, natürlich. Sauerstoff ist ja auch aus. Habe ich ja schon wieder vergessen. So, muss ich halt jetzt eher mehr ein bisschen an der Oberfläche hier bleiben. Wo ist er? Da drüben. Na. Aber er kommt ja schon. Er schwimmt eh schon auf uns zu. Ja, komm nur her.
So. Au! Habe ich ihn jetzt getroffen? Ich brauche Luft. Und zack. Jawohl. Genug Luft. Jetzt kommt er nochmal. Und zack. Schade. Nochmal hat das nicht geklappt. So, gleich abtauchen wieder. Jetzt kommt er wieder. Ja, ja. Es dauert jetzt wieder 20 Jahre. Zack. So, nochmal Luft holen. Was soll man machen? Bevor ich jetzt 20 Jahre fische, ist es so schon fast besser. So. Jawohl, zweites Mal getroffen. Gleich ist er erledigt. Zack. Jawohl, nochmal getroffen. So. Ja, es gibt spannendere Dinge, was soll man machen? Jawohl, nochmal getroffen. Ach, diesmal nicht. Schade. Jetzt wird er wohl hoffentlich bald eingehen. Jawohl. So. Das haben wir mal weg. Luft holen, genau. Und jetzt ganz schnell tauchen. Da haben wir schon Schrott. Schrott muss ich halt mitnehmen. Metall wäre halt super. Ja, da haben wir schon welches. Passt. Kupfer ist nicht muss, aber ich hau jetzt mal die Federn weg. So, schnell Luft holen. Dann Seetang schauen. Noch mehr Erze schauen. So. Geht. Metall. Yes, ist nah. So. Seetang. So. Weiter nach Erzausschau halten. So, Luft wieder inzwischen. Das ist ein großes Riff hier. So. Ist ja nichts Schlechtes. So, schön Schrott einsammeln. Luft holen inzwischen. Wieder Luft holen. So. Ja, ja. Ist halt spannend. Es ist spannend. So. Aber hier schaut nichts aus nach Erz. Wieder Luft holen. Da hinten vielleicht. Da unten könnte vielleicht was sein. So, Luft schneller. So. Da haben wir wieder Erze und Kupfer. Da brauchen wir halt so viel, ne? So viel Metall. Metall. Noch mehr Metall. Schrott ist ja mittlerweile gar nicht mehr so wichtig. Da ist wieder Erz mehr wichtiger. Erz wertvoller. So. Jetzt können wir auch den Schrott einsammeln hier. Ich glaube, erztechnisch haben wir es schon. Ah, da drüben ist noch was. Aha, wir sind durstig. Da trinke ich mal schnell einen Schluckerl. Das wird wohl hoffentlich jetzt für den Moment reichen. Weil die muss man mitnehmen. Sind noch zwei Erzbröckchen. So. Dann noch ein bisschen da herumschwimmen. In der Hoffnung, dass man noch irgendwas findet. Au. Ja, war klar. Er ist schon wieder da. Unser Freund. So. Okay.
Ich glaube, da kommt jetzt auch viel schneller, oder? Täuscht mich das? Täuscht mich wahrscheinlich. So, wie viel Schrott haben wir? Wir haben 20 Schrott. Das ist recht viel. Ein bisschen Erz. Ich glaube, wir können uns auf die nächste Insel wagen. Würde ich sagen, wow. Jetzt muss ich nämlich sowieso schauen. Also mal zur Schmelze. Beziehungsweise kurz einen Zwischenstopp. So, dass ich Platz habe. Genau, Clipper. Ach, den Sedan konnte ich jetzt gar nicht ernten. Ach, Dreck. Weil ich voll bin. Ich brauche so dringend den Rucksack, ey. Hoppala, Entschuldigung, ein Mikro auch noch angestoßen. Meine Güte, heute ist wieder gefällt. So. Super, Zocki. Ach, scheiß der Hund drauf, wirklich. Ist ja, ist. Ach. Meh. Ist ja nicht so wertvoll. Hau mal hier ab und gut ist. So. Wo ist das Segel? In die Richtung. Halt, in die Richtung ist immer das komplette Gegenteil. Also hier rüber am besten mal so. Scharf hier rüber. Dann mal schnell nach oben in die Küche. Also. Und das Essen abholen. Nom nom nom. Nom nom nom. Nom nom nom. Jetzt habe ich keine Planken mit. So, du kommst mal auf den Grill. So, dann kommt hier mal Karotten, ich sage immer Karotten. Kartoffeln kommen rein und die Rüben. Da muss ich mal schauen, ob noch Rüben zum Ernten sind oder ob die Möwe jetzt schon alles weggefressen hat. Dieses Mistviech. Na, ist noch im grünen Bereich. Gott sei Dank. So, kann man auch super anpflanzen was. So. Ein paar Kartoffeln können wir auch noch anpflanzen. Passt. Ich muss jetzt ganz dringend nachschauen, wo wir hinsegeln. Da müssen wir jetzt hin, ne? Zum grünen Punkt, oder? Na, von dem Segel mal weg. Zu dem Punkt müssen wir jetzt. 5, 4, ja, die Richtung scheint zu stimmen. Die Richtung scheint zu stimmen. Da können wir ein bisschen paddeln helfen, theoretisch. Kunststoff und Planke dürfte dann bald auch kein Problemchen sein. Wow, okay, das. Wow! Ja, da bin ich. Ja, Herrschaftszeiten, ich will raus hier. Unfassbar. Da bin ich selber schuld, wollte ich jetzt sagen. Ich sollte so nicht mehr das Boot verlassen. Ich sollte oben dringendst, damit ich aufhöre damit, sollte ich dringendst. Schuh. Dings bauen. Hier, Zaun. Übel. So, Planken. Ich bräuchte Planken. Und wahrscheinlich auch das Fass hier, das ich nicht bekomme, weil ich das wieder super gemacht habe. Jetzt aber. So. Jo, nee. Okay, das war jetzt nicht das Prickelndste von allen. Ja. Trinken sollte ich jetzt auch mal. So, zum Wohle. So. Gleich wieder Salzwasser nachschöpfen. Und dann schon nochmal bei Gelegenheit schauen, ob wir die Insel sehen. Alter, da schaut's aus. Komplett hin. Du bist das lästigste Viech, das es gibt auf dieser Welt. Echt. Es ist unglaublich. So.
So, dann nochmal rauf hier, würde ich sagen. Uah, das hat super hingehauen. So, schauen, wie es ausschaut. Oh, hier müssen wir ein kleines Stück hier. Nicht nur in die Richtung, sondern auch ein kleines Stück so herüber. Ungefähr. Dann könnt ihr ein bisschen mitpaddeln. So. Dass es schneller geht. Die Möwe schon wieder. Dann schauen wir uns dann mal an, was da drüben ist, ne? Plansch, 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 plansch. Dam, da, 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 dam. So, das Bad ist gleich ruiniert. Planken und Kunststoff. Habe ich genug? Na, Kunststoff fehlt. Zwei Kunststoff. Alter. Oh, jetzt. So. Unglaublich. Hä? Also das ist jetzt schnell gegangen. Das ist jetzt wirklich schnell gegangen. Das wäre echt cool. Mal ganz ehrlich, das wäre halt wirklich mega cool, wenn es hier NPCs auch geben würde, die man retten kann und die man mit auf das Floß einladen könnte, ne? Also nicht nur wirklich einen zweiten Spieler, sondern tatsächlich NPCs. So. So. Sollen wir spielen auf der nächsten Insel? Unglaublich. Und das ist noch eine sehr große, weil da hinten ist noch ein extra Riff, habe ich gesehen. Oh mein Gott. Schmeiß es weg. So. Also das ist groß, groß, groß. So. Weil ich es kann, mache ich jetzt hier ein bisschen Kupfer. So. Ja, schmeiß weg. So. Ich will das so nicht haben. Ich wollte das die Metallbahn wegtun. Ja, Seile mal herstellenbar vielleicht. Ja, keine Ahnung. Ich bin zu voll hier. Mit Sachen. Dann muss ich noch rauf in die Küche. Ganz fix. Und hau die Fische hier mal rein. So, da habe ich wieder Platz und das kommt auch noch dahin. Das Fleisch kommt auch noch dahin. Kartoffeln. So. Jetzt habe ich Platz. Ein bisschen zumindest. Gut, Finster ist auch schon wieder. Ich habe wieder keine Planken mit. Ah, ah. Das ist zum Schreien, echt. So. Da nehme ich jetzt 1, 2, 3 mit. Da. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. So, du Makrele. Rauf da auf den Grill. So. So, Schaufel habe ich noch mit, ne? Für den Fall, dass ich Glück habe und hier ist Dreck. Aber wir sollten vorher schlafen gehen, damit es schneller hell ist. So, also nochmal Schnach, Schnach. So. Ja, ich habe schon... Ich weiß, du möchtest sterben, bitte. Gerne. Haben wir gern geholfen. So, apropos Hammer. Ich möchte gern probieren. Ah ja, Planke natürlich. Ich will das probieren ohne Planke. Mhm.
So habe ich mir das ungefähr gedacht. Ich weiß, man kann hier nicht raus mehr. Man kann zwar drüber hüpfen, aber mit reinhüpfen wird schwierig. Da musst halt wirklich hier am Rand was haben. Aber ich glaube, zur Not geht das schon. Zumindest da oben muss ich es auf alle Fälle bauen. Hier unten wäre es wurscht, aber oben auf alle Fälle. Ich glaube, das werde ich auch so machen, ich Trottel. Jetzt gleich so tun können. Das lasse ich. Und das kommt alles oben hin. Ist besser. Weil oben falle ich immer runter. In den Tod. Dann lerne ich vielleicht mal vernünftig, mein Floß zu benutzen. So. Also nur ein vielleicht. Es gibt keine Garantie, dass ich das auch wirklich schaffe. So. Gut. Wer hätte es gedacht, mir fehlt Kunststoff. Aber ist nicht so schlimm. Ich werde jetzt mal die Insel erkunden. Kann man das kaputt hauen? Das sind normale Baumstämme, ha? Nichts Besonderes, wie es ausschaut. So, die nächste Insel. Hammerglück. Und kriegen wir jetzt einmal Schmutz. So. Auf jeden Fall mal ein paar Bäumchen. Nanu. Hä? Achso, das ist nur... Entschuldigung. Das ist nur Teko. Ein Teko-Element. Kann ich hier hoch? Ah, ja. Gut. Ich schaue mich nur mal um. Kann ich hier rüber? Ja. Ungefähr. Dann nehme ich das noch mit, den Baum. Und den da oben auch noch. So. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Gut, geht's da noch weiter rauf? Ich glaube ja. Ah, da ist nur ein Felsen, oder? Da kann man nur die Aussicht bewundern, oder? Ja. Ja, ja. Ist ja auch nicht schlecht. Gut. Dann bringen wir mal unsere Beute nach Hause. Wow. Alter. So ein Wellengang. So. Ich sollte vielleicht zuerst Sachen wegtun, die ich eventuell brauchen könnte. Oder gleich essen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Die Mango könnte ich mal essen. Nom, nom, nom. Dann habe ich Platz für Kupfer. Blanke, blanke. So. Und dann kann ich hier gleich Metall. Das wir jetzt ein bisschen brauchen wahrscheinlich. Dann kann ich oben vielleicht gleich mal einheizen. Damit auch mal das Eintöpfchen fertig wird. So. Warte mal, was brauche ich denn für den hier? Eine Scharnier. Das ist gut, weil Scharniere haben wir eh genug. Dann baue ich gleich mal eine Truhe oder zwei. So, eine Scharnier. Wenn ich mal Platz hätte. So, herstellen. Passt. Dann kann ich hier mal das blöde, also die blöden Früchte da reintun, ne? So. Und so. Nix wie rauf hier. So. Zack. Ah, na, ist schon richtig offen. Das passt schon. Habe ich doch richtig gemacht. So und so. Die Mango-Sämling tun wir weg dann. So, hier habe ich auch schon sowas drin. Meine Güte. Komme ich wieder zu spät. Aber im Sprung erwischt. Das war jetzt episch, oder? Das hat jetzt schon episch ausgeschaut.
Im Sprung voll in den Rücken. Muah, ah, ah, ah. Mistviech. Jawohl. Da oben war ich jetzt schon. Das heißt, wir werden dann tauchen. Aber erst im nächsten Part. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.